Takeru, The Dragon Prince of Tribonia, Fantasy-Abenteuer von Drachenblut. Es ist spät in der Nacht. Und ein junges Hasenmädchen wartete gerade im Wald, auf einen Baumstamm sitzend, auf ihren besten Freund, mit dem sie sich hier verabredet hatte. Doch wartete Kim schon sehr lange auf ihn. Ihre Familie wusste nichts davon. Und es sollte auch so bleiben. Sie würden abdrehen, wenn sie wüssten, mit wem sich Kim da traf. Es war der Drachenprinz von Tragonia, Prinz Takeru. Und er wurde wegen seiner bösen Mutter, der Drachenkönigin von Tragonia, sehr gefürchtet. Das Volk und viele andere unschuldige Wesen leiden unter ihrer Schreckensherrschaft. Auch vor ihrem Sohn hat man Angst. Doch Prinz Takeru war völlig anders. Er ist ein guter junger Drache, der das alles schon lange nicht mehr ertragen konnte, wie seine böse Mutter mit dem Volk und den anderen unschuldigen Wesen umging. So will er niemals werden. Über seinen Vater, König Magnus, weiß der junge Drache nicht viel. Sein Vater starb, als Takeru noch ein Drachenbaby war. Königin Mahana sagte ihm nur, dass sein Vater sehr krank gewesen sei. Doch so richtig glaubte Takeru es ihr nicht. Man durfte der bösen Königin nicht vertrauen. Königin Mahana weiß, dass Takeru ein guter Drache ist und versucht mit allen Mitteln, ihn doch noch zu einem bösen Drachen zu erziehen, den sie von ihm erwartete. Da Takeru nichts für seinen bösen Ruf tat, half sie den Dingen selber nach. Sie schickte des Öfteren ihre Drachensoldaten aus und lässt sie im Namen des Prinzen ganz schreckliche Dinge tun. Dörfer zerstören, gar niederbrennen lassen. Unschuldige Wesen gefangen, gar töten lassen. Und es sollte immer so aussehen, als wären die Befehle dazu von ihm gekommen. Prinz Takeru konnte nichts tun, um seine Unschuld zu beweisen. Nur zu gern würde er allen zeigen, dass sie Lügen und dummen Gerüchten glaubten. Dass er ein verlogener, falscher Drache war, dem man auf keinen Fall vertrauen durfte. Wie gefährlich es war, sich mit ihm einzulassen. Lange Zeit hatte Takeru wegen seiner bösen Mutter keine Freunde. Sie fürchteten ihn zu sehr, um ihm zuzuhören. Doch eines Tages
Nach einem heftigen Streit mit seiner Bösmutter gelang es Takeru tatsächlich, eine gute Freundin zu finden. Kim. Er rettete ihr das Leben vor einem Wolf. Zuerst vertraute sie ihm nicht. Doch dann sah sie Tränen bei ihm und spürte das, was nicht richtig sein konnte. So war niemand, der böse war und Böses tat. Sie ging ihm nach, um mehr zu erfahren. Belauschte ihn zuerst. Sie hörte, wie er sich mit sich selber sprach. Und traurig war, dass er unter der Tyrannei seiner bösen Mutter so litt. Kim wagte es, sich ein Gespräch mit ihm einzulassen und gewann Vertrauen zu ihm. Sie wurden Freunde, beste Freunde und trafen von sich so oft und so gut, wie es ging. Sie mussten nur vorsichtig sein, nicht gesehen zu werden. Es war für Kim gefährlich, wenn seine böse Mutter von ihr erfahren würde. Man wusste, wozu die böse Königin fähig war. Und sie würde die Kleine töten. Und das wollte Takeru verhindern. So war es klar, dass Kims Eltern und ältere Schwester Anna von Takeru nichts wissen durften. Sie würden aus Angst, dass er ihr etwas antun könnte, den Kontakt zu ihm verbieten. Sie trauten Kim nicht richtig zu, dass sie das einschätzen konnte. In Kims Familie lief es gerade gar nicht gut. Ihre Mutter war schwer krank und sie hatten nicht die Möglichkeiten, Medizin für sie zu bekommen, da sie zu teuer waren. Die Familie lebte wie viele andere Bewohner von Dragonia in armen Verhältnissen. Wegen der Königin litten sie oft Hunger, weil sie gezwungen waren, von den Ernten einen großen Teil an Stoff zu zahlen, wenn sie am Leben bleiben wollten. Und es war der bösen Königin egal, ob ihr Volk Hunger litt, wie sie den Winter überstehen konnten und ihre Kinder durchbekamen. Es war hart und schwer, hier in Dragonia zu leben. Viele waren geflohen. Wenige sind geblieben, schwache Kranke oder die, die zu große Angst hatten, wieder eingefangen zu werden. Oder die, die keinen Sinn sahen, woanders ein neues Leben zu beginnen, ohne Angst vor der bösen Königin und dem Drachenprinzen zu haben. Flucht war auch schwer, denn immer wieder wurden welche eingefangen und mussten dies mit ihrem Leben dafür bezahlen. Wer seinen Teil der Ernte nicht ans Schloss zahlen konnte, dem wurden entweder die Kinder entzogen, die als neue Arbeitskräfte für das Schloss ausgebildet wurden, oder entweder sie wurden selbst geholt. Und schlimmstenfalls drohte der Tod. Und wer einmal Gefangene im Drachenschloss war, verließ dies erst wieder, wenn er tot war. Königin Mahana kannte kein Mitleid und Mitgefühl. Wenn ihre Soldaten ausgingen, wusste sie ja, wo sie junge, starke Drachen herbekam, die zu neuen Soldaten ausgebildet wurden. Es war auch unterschiedlich. Entweder gab es auch freiwillige junge Drachen, die sich zum Dienst für die Königin einschreiben ließen, oder sie wurden gezwungen. Wer einmal gefangen im Schloss war, wie gesagt, es war hart für die Königin zu arbeiten und die meiste seid eben nicht wirklich freiwillig. Ihr aus Angst. Es war sehr schwer, dass sich Takeru und Kim sehen konnten. Oft konnte er gar nicht raus, wenn Mahana ihn im Schloss aufhielt, mit ihren Fragen und Beschimpfungen quälte.
ob er sich nicht doch endlich dazu entscheiden wollte und den Geschmack daran finden wollte, zu einem bösen Drachen zu werden. Dass es doch seine Pflicht war und dass Drachen schon immer gefürchtet waren. Mahana konnte sich nicht damit anfreunden, dass viele heutige Drachen in Harmonie mit den anderen Wesen lebten, die sie eigentlich fressen sollten. Die früheren Drachen verschwendeten keinen Gedanken daran, sich mit ihrer Beute anzufreunden. Sie brauchten das Fleisch und das Blut, um stark zu werden oder stark zu bleiben. Und es ärgerte sie auch, dass Takeru anders war als die anderen Drachen, dass er Vegetarier war, Obst und Gemüse bevorzugte. Und das Einzige, was er jagte, gelegentlich, waren ein paar Fische. Das war aber auch das Einzige, was er jagte. Mahana gab nicht auf. Sie versuchte es immer weiter, um seinen Willen zu brechen und ihn doch noch zu dem bösen Drachen zu erziehen, den sie von ihm erwartete. Und dazu waren ihr jede Mittel recht. Und gerade jetzt wartete Kim im Wald auf ihn und befürchtete schon, dass er nicht kommen konnte, dass Mahana ihn wieder mal im Thronsaal festhielt und er nicht wegkam. Kim liefen schon die Tränen. Sie sehnte sich nach ihrem Freund. Kim war in Takeru verliebt, doch sie wusste, dass zwischen ihm und ihr niemals mehr sein konnte. Im ersten Punkt, weil Takeru ein Drache war und wenn er wie die anderen ticken würde, wäre sie für ihn nichts weiter als ein leckerer Happen. Immer noch war Takeru ein Drache. Und zweitens, er war der Drachenprinz von Dragonia. Und wenn er eines Tages König von Dragonia werden sollte oder musste, brauchte er eine Drachenprinzessin. Kim war weder Prinzessin noch ein Drachenmädchen. Sie war ein gewöhnliches Bauernhäschen, das nicht viel hatte, ihre Familie arm war, sie und ihre Schwester halfen, wo sie konnten, im Haus, auf den Feldern ihrem Vater und übernahmen die Arbeit auf dem Marktplatz in einem Laden, in dem eine Drachendame gehörte, die ihre Mutter dort bei sich arbeiten ließ und gab ihr dafür etwas Geld und etwas zu essen für die Familie. Trotzdem konnte sich die Familie nicht viel leisten. Kim musste immer wieder die älteren Kleider tragen, die ihrer Schwester zu klein wurden. Und diese wurden auch immer wieder neu geflickt. Nur in seltensten Fällen wurden neue Sachen gekauft, die allerdings auch gebraucht waren und nicht wirklich neu.